Thema Philosophie in einer Sendung am Freitagabend, das, glaube ich, weckt bei dem einen oder anderen wirklich Berührungsängste. Und nicht nur am Freitagabend. Wie kann man Menschen, die sagen, eigentlich interessiert es mich, aber es ist irgendwie furchterregend, was diese Leute schreiben, diese Angst ein bisschen nehmen? Ich glaube, man fängt damit an zu sagen, dass das gar kein Studium ist oder kein Fach, das man studieren muss, sondern dass es eine Form ist, das eigene Leben zu klären und die Frage zu beantworten, wie man leben will. Ich glaube, dass jedes Gespräch, gerade am Freitagabend, wie wir hier so zusammensitzen, wenn es ein schönes Gespräch ist, ein tiefes Gespräch ist, ein philosophisches wird. Und dann die Philosophen sind nicht welche, die Lehren haben, die es vermitteln, sondern die sind diejenigen, die dieses Gespräch schon ein bisschen länger führen und ein bisschen anleiten können. Aber die Frage ist eigentlich gar nicht, warum wir philosophieren sollten, sondern warum das so wenige Leute wirklich tun. Weil wir sind alle dazu geboren, über uns selbst tief und ernst nachzudenken. Also man kann sich als Philosoph sozusagen selbst ermächtigen. Ja, also die Urfrage der Philosophie ist, erkenne dich selbst. Und das heißt natürlich auch immer, dass man sich selbst in Bezug zu anderen Menschen und zur Welt erkennt. Und das ist ein Frageprozess. Ich glaube, viele Leute denken, bei dem Philosophieren geht es um Antworten, um Thesen, um Patentrezepte. Eigentlich geht es eher darum, dass man ein Gespräch anleitet, indem man Fragen stellt, die einen wirklich auch interessieren. Das höre ich gerne. Und trotzdem muss ich sagen, wenn man den einen oder anderen Philosophen dann mal doch versucht zu lesen, die schreiben aber auch unglaublich kompliziert. Ja. Also das stimmt, man kann sagen, das philosophische Gewässer hat keine flachen Ufer. Ja. Also man muss da eben reinspringen, man muss ein bisschen Mut haben, aber man kann natürlich auch schwimmen lernen und Schwimmhilfen. Und die Bücher, die ich schreibe, die wollen solche Schwimmhilfen sein, weil ich glaube, dass aus meiner eigenen Erfahrung Philosophieren so lebensbereichert und so schön ist, dass es etwas ist, was mehr Menschen erfahren sollten. Gibt es einen Philosophen, von dem Sie selbst sagen, kaum zu verstehen? Ein Held meines Buches, Walter Benjamin, ist ein Philosoph, mit dem ich 5 Jahre lang jetzt immer die ganze Zeit im Gespräch war. Es gab einen Text, den habe ich vielleicht 10-mal gelesen und ich habe ihn gegen die Wand geworfen und ich habe geflucht. Aber irgendwann gibt es da eine Öffnung. Aber ich glaube, Walter Benjamin ist zum Beispiel ein Philosoph, der mich fast zur Verzweiflung gebracht hätte. Ja. Also die sind sehr oft nicht nur schwer zu verstehen, sondern es waren auch sehr komplizierte Menschen. Das ist, sie haben sie danach nicht ausgesucht, aber man denkt bis auf einen, die sind ja irgendwo gerade entlassen worden zum Teil. Das stimmt. Ich glaube, wenn man denkt, Philosophie macht glücklich, das ist erstmal, glaube ich, ganz falsch. Das ist so, wie man sagt, Sport ist gesund. Das ist auch Unsinn. Ja? Philosophieren ist... Marcel Reif gibt Ihnen recht. Und die Frage im Leben stellt man natürlich, wenn man mit dem Leben Probleme hat. Und die Helden meines Buches, das sind Menschen, die mit ihrer eigenen Sexualität große Probleme haben, die Depressionen haben, die alles verloren haben. Kommunikationsgestört waren. Die auch nicht zu anderen Menschen richtig guten Kontakt finden konnten. Das heißt, sie haben keinen direkten Kontakt zur Welt und die wollen ihn wiederherstellen. Das ist immer auch ein bisschen was Therapeutisches. Und zum Beispiel Wittgenstein, einer der Helden meines Buches, der hat wirklich versucht zu verstehen, warum er zu den anderen Menschen nicht so richtig Kontakt hat, wie es so eine Scheibe zwischen ihm und anderen ist. Und er wollte denkend versuchen, diese Scheibe zu durchbrechen. Darf ich fragen, warum Sie Helden meines Buches sagen? Haben Sie die so aufgeteilt in... Das ist ein Buch, das über die 10 wichtigsten Jahre der deutschsprachigen Philosophie handelt. Und das sind die 4 wichtigsten Philosophen. Die nenne ich Helden, weil das ein Buch ist, das so auch ein bisschen erzählt, wie ein Roman, wie die sich entwickeln und wie sie leben. Helden, natürlich, weil ich sie ein bisschen bewundere, weil ich glaube, dass man zu ihnen auch heraufschauen kann. Aber so wie man auch sagt, ein Romanheld. Also nicht, aber die sind jetzt nicht vier, so wie 4 Freunde, dass sie zusammen irgendwie in den philosophischen Kampf ziehen. Oder? Der eine oder andere ist dann, immer wieder sind die aufeinander gestoßen. Und es waren nicht immer die angenehmsten Begegnungen da. Nee, die leichtesten. Warum diese Phase und nicht jetzt irgendwie Nietzsche oder Schopenhauer oder so? Naja, weil man sagen kann, dass nach dem Krieg, dem Ersten Weltkrieg 1919, die ganze Kultur in einer Phase war, wo sie sich selber nicht mehr trauen konnte, wo alle traumatisiert waren und die 4 jungen Männer kommen alle aus dem Krieg. Okay. Sie wissen nicht, wer sie selbst sind, sie sind teilweise stark traumatisiert und sie versuchen wirklich, sich zu erklären, wie sie ein Leben führen wollen und in was für einer Kultur sie ein Leben führen wollen. Und man kann sagen, dass Krisenzeiten oder Zeiten der Desorientierung gute Zeiten für die Philosophie ist, weil man dann ein neues Feld vorfindet, in dem man auch sich neu entwerfen kann. Und diese 4 haben eigentlich die großen Theorien entworfen, die wir heute alle an der Universität oder auch in der Populärphilosophie lehren. Die haben sozusagen das Zelt unseres Denkens aufgespannt. Und das war in 10 magischen Jahren bis zum Börsencrash 1929, wo sie alle ihre großen Gedanken gehabt haben. Ludwig Wittgenstein, den Sie schon genannt haben, der vielleicht der von seinem Sozialverhalten der merkwürdigste und auffälligste war. Der kam aus reichem Hause und hat unendlich viel Geld geerbt und hat dann beschlossen, sich davon freizumachen. Er hat das verschenkt.
Ist er Ihrer Meinung nach dadurch ein glücklicherer Mensch geworden? Ist das etwas, was Sie empfehlen würden? Ich glaube, er hatte damals keine andere Wahl. Er hat während des Krieges in den Frontnächten sein philosophisches Werk beendet. Und es war ihm klar, dass er mit dem Geld, das er von seiner Familie bekommt, nicht frei, nicht rein, auch spirituell nicht rein leben kann. Und er kam Wir sehen ihn gerade. Ja, ja. Mhm. Das ist ein sehr, sehr ernsthafter, auch beschwerter, mit sich selbst beschwerter Mensch. Aber er kam zurück aus dem Krieg und hat gesagt, ich will ein ganz neues Leben anfangen und das kann ich mit dem Geld meiner Familie nicht tun. Und ich würde das nicht jedem empfehlen, aber die Idee, dass Geld glücklich macht oder Sinn ins Leben leitet, ich glaube, die hat ja keiner ernsthaft. Und für ihn war es eher so, dass er einen Neuanfang brauchte und das mit dem Geld seiner Eltern nicht tun wollte. Und er ist dann tatsächlich so, er hat hunderte Millionen an seine Geschwister verschenkt und ist dann Dorfschullehrer geworden, ist in ein einsames Dorf gezogen und hat auch nie wieder Philosophie gemacht, weil er mit diesem Werk, das er geschrieben hatte, glaubte, alle Fragen beantwortet zu haben. Ganz genau, ganz früh, ne? Ja, mit 30 Jahren war er sozusagen, er hat gesagt, ich habe nicht nur meine Fragen beantwortet, sondern die Philosophie an sich alle Fragen beantwortet. Und das ist auch ein Größenwahn, den man nicht nur sympathisch oder nachvollziehbar finden muss. Sie sind ja nicht nur ein unglaublicher Kenner der Philosophie, sondern auch ein richtiger Fußballfreak, auch ein Praktiker. Sie haben eine DFB-Trainerlizenz. Ist das das Gegenprogramm zur Philosophie oder sehen Sie eine direkte Verbindung? Na, ich sage immer, Philosophie hat nichts mit Fußball zu tun, es sei denn, man versteht etwas davon. und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass Fußball deswegen so faszinierend ist, weil wir Menschen dabei zuschauen, wie sie eine Leistung bringen sollen, die sie nicht bringen können. Nämlich den Ball mit dem Fuß zu kontrollieren. Der Fuß ist dafür ja überhaupt nicht geeignet. Das heißt, wir beobachten 22 Menschen, die gezielt in eine Situation getrieben werden, die sie nicht lösen können. Ronaldo würde das jetzt völlig anders sehen. Ne? Allerdings. Ja, ganz anders. Sein Fuß schaffen. Ich sehe so aus dem Augenwinkel Marcel Reif, der milde lächelt, zustimmt oder weil das so abstrus klingt? Nee, das ist schon alles richtig. Er ist einer der klügsten Fußballmenschen, die ich kenne. Also, wir haben ein paar Sendungen schon zusammengesessen. Also, ihr habt ja auch, glaube ich, ein bisschen in einem Buch was zusammen gemacht. Ein paar Worte von weg. Ja. Nein, ich unterhalte mich unheimlich gerne mit ihm. Er hat ganz klares Verständnis von Fußball. Und in der Tat, das ist so. Und das fasziniert einen ja so, wenn man sieht, was Menschen mit einem Ball anfangen können. Wenn man selber ein bisschen gekickt hat, weiß man auch, wie schwierig manches sein kann. Und wenn du dann sowas siehst wie Ronaldo, den muss man ja als Sohn nicht mögen, aber Patrick Zieher kann der. Herr Einberger beruft sich gelegentlich auch auf Sie. Zum Beispiel mit etwas, was mich als bekennenden Jogi Löw-Fan sehr verstört hat. Nämlich Sie sagen, und sagen Marcel Reif ist ganz meiner Meinung, dass Jogi Löw immer absurdere Kader aufstellt. Wie kommen Sie denn darauf? Jetzt ist es ja so, wer Weltmeister geworden ist, hat per se recht. Das ja. wollte ich gerade sagen. Das ist sehr schwierig. Aber wenn man sich die letzten beiden Kader zusammen noch mal vor Augen führt, dann weiß man eigentlich gar nicht, welcher absurder war. Der EM-Kader oder der WM-Kader. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass Herr Podolski und Herr Schweinsteiger im letzten Kader noch präsent waren, obwohl das leistungsmäßig nicht zu rechtfertigen war. Das hat der Mannschaft sehr geschadet. Und wenn man überlegt, dass Herr Durm, Herr Großkreuz, Herr Weidenfeller auch alle in eine WM mitgeschickt wurden und was aus ihnen jetzt geworden ist, dann kann man sagen, dass das zumindest ein sehr eigenartiges Berufungsverhalten ist, das sich zwar jetzt gerechtfertigt hat, aber mit Herrn Löw ist es, glaube ich, ein bisschen wie mit Frau Merkel. Man weiß nicht, ob sie wirklich gut regiert oder ob sie einfach in einer wahnsinnig guten Situation ist, aus der sie der Fülle schöpfen kann. Und ich glaube, das Spielerreservoir im deutschen Raum war die letzten 80 Jahre nicht so gut wie die letzten 10 Jahre. Und dann kann man fragen, ist das eigentlich gut, dass wir nur einen Titel geholt haben oder hätten es nicht noch ein paar mehr sein können? Mit anderen Worten sagen Sie, es gibt so viele Talente in Deutschland, dass man fast jeder Trainer einen guten Kader zusammenstellen könnte. Heißt also, das? Ich denke, der Confederation Cup hat ja gezeigt, wie breit der Pool war und wie eine B-Mannschaft hervorragend spielen kann. Besser als die Mannschaft, die bei der EM gespielt hat. Und dann kann man sich schon fragen, ob überhaupt die richtigen Spieler die letzten 8 Jahre berufen worden. Ich wäre gespannt zu hören, was Herr Reif dazu sagt. Ich habe etwas, was mir wirklich wahnsinnig am Herzen liegt. Ich würde mich fragen, ob Finnland nennenswerte Fußballspieler hervorgebracht hat. Ja, es gibt natürlich Jari Littmann, der große finnische Mittelfeldspieler bei Ajax Amsterdam. Und von Littmannen weiß ich, weil er mit meiner Frau zusammen zur Schule ging, der ist tatsächlich seinen Schulweg, der etwa 3 Kilometer war, mit dem Ball jonglierend hin und mit dem Ball jonglierend zurück. Ihre Frau war dabei? Ja, waren auf demselben Gymnasium. Ach komm. Und der Littmannen war dann tatsächlich jemand, der mit dem Ball
Schulwege bestritten hat. Und er soll ihm auch wirklich nicht runtergefallen sein. Aber das zeigt, was für eine Begeisterung, für eine Liebe und für ein unglaubliches Talent er auch hatte. Und natürlich in Finnland ist es oft Schnee. Man kann sich das dann noch schwieriger vorstellen. Warum hat ein so intellektueller Mensch wie Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Finnen von Sinnen? Also das Buch ist zunächst einmal eine Liebeserklärung an meine Frau und an das die Land, Finnin? Aus dem sie kommt, nämlich Finnland. Und zweitens ist es so, dass die Finnen wirklich ein einzigartiges, wunderbares Volk sind. Und warum? Philosophisch ist das interessant, weil man in Finnland dauernd in Situationen kommt, die man nicht versteht. Und Philosophieren hat viel mit Nichtverstehen zu tun. Bei der Sprache. Die Sprache ist unfassbar fremd. Die fremdeste, glaube ich, von allen in Europa, ne? Ja, ja, sie hat zum Beispiel 16 Fälle. Ja, also das Deutsche hat 4. Mhm. Und die Finnen tragen zum Beispiel auch nicht ihre Mütze auf dem Kopf, sondern im Kopf. Die fahren auch nicht im Bus, sondern auf dem Bus. Und sie ziehen sich ihre Socken nicht über die Füße, sondern in die Füße. Das sind also auch schon ganz komische Konzepte, wenn man diese Sprache mal anschaut. So weiß man gar nicht, wie Finne die Welt eigentlich sieht. Darf ich was fragen dazu? Ja? Ich habe mal gehört, dass Finnen nicht sagen, ich liebe dich. Ja, das stimmt. Warum nicht? Weil sie nicht glauben, dass es sinnvoll ist, das zu sagen, sondern muss es täglich zeigen. Das sagen die. Wieso das fassen Sie Ihre Frau jetzt so auf den Arm? Nein, so nein, das ist wieso? Gut, dass Sie das halbe Finde sind. Wer ist der halbe Finde bei Ihnen jetzt? Nein, wir sagen uns das oft genug. Okay. Nein, aber das ist... Das sieht Frau Doktor nicht so, aber ist in Ordnung. Wir sprechen da gleich noch drüber. Ja, aber es gibt ja verschiedene Kulturen. In Amerika sagt man sehr leicht, I love you. In Deutschland ist, ich liebe dich schon. Hat er was verbrochen oder ist alles in Ordnung? Und in Finnland... Es wird gleich wieder hinterfragt. So. Genau. Liebe dich, was ist los? Was willst du, was passiert? Und die Finnen sind eher eine Kultur, sagen wir mal, die aus der Innerlichkeit kommt, die aus dem Schweigen kommt und die überhaupt nicht glaubt, dass Probleme durch Sprache zu lösen sind. Es ist ja eine irrwitzige Idee, dass die Menschen alle denken, wir sprechen miteinander und dann lösen wir ein Problem. Das diskutieren wir dann aus, sagt man. Wir haben im ganzen Leben noch nie ein Problem ausdiskutiert. Man redet und das Problem ist immer noch da. Ja. Und die Finnen glauben eben, dass man versucht, die Probleme handelnd zu beseitigen. Und die glauben nicht, dass Sprache da eine wichtige Rolle spielt, auch nicht bei der Liebe. Außerdem ist das finnische Mine rakastan sinua sehr lang. Es ist der längste Liebesbeweis in europäischen Sprachen, fast doppelt so lang, zum Beispiel wie das Französische oder wie das Deutsche. Das heißt, dauert auch wahnsinnig lange und wirkt dann auch in der Sauna. Kann schon vorbei sein. Kann schon vorbei sein. Das ist gehört dann schon nicht mehr zu. Das ist dann so lang. Sind denn Familienfeiern lustig in Finnland? Ich auch. Ja, also sind Kommunionsfeiern oder Hochzeitsfeiern oder Geburtstagsfeiern, sind die fröhlich? Na, ich war eben mal auf einer Konfirmation und da war es so, dass die ganze Familie, das waren so 20 Leute, versammelt waren und es war 2 Stunden lang sehr ruhig. Also man hat Kaffee getrunken und nicht gesprochen und ich fragte dann danach, es war ein sehr trauriges Fest, wirkte eher wie eine Beerdigung. Meine Frau sagt, nein, es war wunderbar, weil dieses Schweigen angezeigt hat, dass alle zusammen friedlich sein können. Und das ist natürlich wahnsinnig verstörend, weil wenn wir so in Talkshows oder auch in sozialen Zusammenhängen sind, also, wir haben sich einander nichts zu sagen. Man kann Stille auch so auffassen, dass alle das Gleiche denken und alle zusammen fröhlich sind und nicht die ganze Zeit quatschen müssen. Weil zum Beispiel Leningrad Cowboys, die sind ja auch Finnen gewesen. Genau, oder ja. Genau. Da sind doch Leute, die haben doch wirklich eine Art von Humor, den muss man ja nun nicht mit der Brille suchen. Ja. Der fällt einem ja sofort auf. Die spitzen Schuhe, die spitze Frisur, das ist ja Anarchie. Ja. Oder? Es gibt da diesen finnischen Witz, wo 3 finnische Männer auf die Hütte gehen und die fischen. Und am 3. Tag sagt der eine, ganz schön gutes Wetter heute. Und dann sagt der andere, sind wir jetzt zum Fischen oder zum Quatschen da? Denn, weil Sie so liebevoll schon von Ihrer Frau gesprochen haben, gibt Ihnen Ihre Frau auch ein paar Handlungsanweisungen fürs Leben mit gelegentlich? Ja, also ich würde sagen, sie löst die Probleme eigentlich, indem sie handelt. Also wir haben da, glaube ich, eine ungewöhnliche Rollenaufteilung. So praktische Probleme wie Fahrrad reparieren oder wir hatten gestern eine Verstopfung, das macht alles sie. Aber sie hat auch mittlerweile aufgegeben, mich sozusagen in solche praktischen Zusammenhänge einzulassen. Und ich finde es eigentlich schön. Das ist so wie bei Judith und mir. Ja, ja. Aber es ist ja auch, glaube ich, ein Geheimnis einer Beziehung, wenn man nicht versucht, den Menschen in Handlungssituationen zu bringen, die er nicht lösen kann, sondern ihn einfach lässt und dann sagt, du hast andere Stärken und dann machst du das. Diese Idee, dass jeder alles können muss und dass man das 50-50 verteilt, die ist ja ganz ungut, weil einfach es Situationen gibt, in denen der andere anderes viel besser kann. Und meine Frau kann viel besser praktisch handeln als ich. Herr Einberger, es ist wirklich ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.